Gartenarbeiten und Pflanzarbeiten im September. Ja, im September, da geht es jetzt wieder voll los im Garten. Man denkt immer, naja, Sommer, da haben wir, können wir sich ausruhen, stimmt nicht. Aber August war ja sowieso, jetzt hat der ganze August ein richtiges Arbeitsmonat für mich mit Einkochen und Ernten erst einmal natürlich, ne? Einkochen, einfrieren und so weiter. Aber das geht ja im September auch noch weiter, ne? Wir ernten ja immer noch alles Mögliche wie Gurken, Tomaten, Zucchinis, die wuchern ja regelrecht jetzt. Dann die Kürbisse kommen, dann gibt es auch verschiedenen Kohl, dann Kräuter ernten. Und ja, es gibt so viel noch zum Ernten, auch Obst an den Obstbäumen, wie zum Beispiel Zwetschgen, Äpfel, Birnen, ne, was man halt so drin hat alles. Ach, und Bohnen sehe ich gerade bei mir. Ja, da bin ich auch laufend am Ernten und es geht auch noch so weiter in September rein. Ja, also es gibt viel Arbeit im September. Und da fange ich jetzt an, was sonst noch anfällt. Vielleicht vergisst man mal was und ich kann euch dadurch ein bisschen dran erinnern. Was man pflanzen kann und säen kann, das sind zum Beispiel die Wintersteckzwiebeln. Die kann man jetzt im September wunderbar reinstecken. Die erntet man dann nächstes Jahr so im Mai rum. Früher habe ich es nie geschafft, außer man tut es vielleicht in eine Gewächshaus rein, aber da habe ich keins, also im Freien, wenn man es rein tut. Ich habe meine heuer im Mai geerntet und dieses Jahr werde ich keine pflanzen, aber vielleicht nächstes Jahr wieder. Ich setze immer mal wieder mit irgendwas aus und das sind halt dieses Jahr unter anderem die Wintersteckzwiebeln. Ne? Dann, was man jetzt pflanzen kann, das ist der Knoblauch, das ist Rhabarber. Wer also einen frischen Rhabarber pflanzen will, einen gekauften, jetzt im September pflanzen, die beste Zeit. Wer seinen Rhabarber verkleinern will oder umpflanzen will, im September jetzt machen, es ist wirklich die beste Zeit dazu. Und auch mehrjährige Kräuter, das wird jetzt alles im September gepflanzt. Was man sieht, das sind unter anderem ja auch bis Ende des Monats noch Radieschen und die Eiszapfen und Rettiche und vor allem auch die Winterrettiche will ich heuer übrigens auch mal wieder probieren. Und zwar die Winterrettiche, die habe ich im Shop, das sind diese, das sind so schwarze Kugeln und die hatte ich vor vielen, vielen Jahren einmal im Garten und die sind mir aber recht scharf vorkommen. Ich will jetzt diesen Winter wieder mal probieren. Weil einen Geschmack haben sie einen guten gehabt, das weiß ich noch. Dann, was man noch sehen kann, ist bis Ende des Monats auf jeden Fall Feldsalat und Spinat. Aber da müsst ihr aufpassen, dass es auch die winterharten Sorten sind. Nicht, dass ihr irgendwie Sommersaat nehmt und das wird dann nichts. Wer Erdbeeren pflanzen will, selber gezogene oder auch gekaufte, jetzt reinpflanzen im September. Ich habe mir jetzt neulich, vor ein paar Tagen war das, habe ich mir neue Erdbeerpflanzen gekauft. Ich wollte halt einfach einmal wieder gekaufte einmal haben und nicht immer von meinen Pflanzen immer wieder und immer wieder diese Ablecher nehmen. Ich will es halt einmal anders probieren. Und ja, die werde ich jetzt die nächsten Tage einpflanzen. Eher ist nicht gegangen, weil es wieder so heiß war und jetzt zwei Tage hat es geregnet. Im Regen kann ich auch nicht rausgehen und pflanzen. Ne? Und mache ich jetzt die nächsten Tage. Jetzt wird es wieder schön. Dann, was man auch gut jetzt im September machen soll, das sind Narzissen und Tulpenzwiebeln, Anemonen, die Schneeglöckchen, Hyazinthen, Kaiserkronen und alle anderen Frühjahrsblüher. So, das kommt jetzt alles, wird jetzt alles in die Erde reingetan. Ne? Und wer sich unsicher ist, wie tief man so bestimmte Blumenzwiebeln reintut, also wie in die Tiefe, der schaut einmal mein Video an. Das ist hier, ist der Link. Und da könnt ihr mal anschauen, anhören, wie tief, dass die jeweils gepflanzt werden. Weil zu tief ist nichts und zu hoch raus ist auch nichts. Sollte man sich schon ein bisschen danach richten. Wer Stiefmütterchen oder Vergissmeinnicht gesät hat, schon für nächstes Jahr, der kann das jetzt ja schon an Ort und Stelle pflanzen. Bei also Stiefmütterchen habe ich selber keine gesät, weil bei mir gehen immer überall, und das kommt aber erst im Frühjahr, gehen die Hornfeilchen auf und die nehme ich dann statt. Und wenn ich ein paar Stiefmütterler brauche, dann kaufe ich mir ein paar Pflänzler. Aber ansonsten sehe ich da keine. Aber Vergissmeinnicht, die lasse ich auch immer aussehen und da habe ich auch wieder ein paar, die sind recht schön, sogar in einem. Im Blumentopf habe ich gerade gesehen, wo meine Chilis sind.
Die muss auch raus und die verpflanze ich dann auch gleich ins Blumenbeet rein. Weil jetzt im September kann das alles schön anwurzeln und dann wächst es auch schön und im Frühjahr kann es schön treiben. Ne? Beim Ernten im September, da habe ich gerade schon erwähnt, das sind also Zwetschgen, Pflaumen, Äpfel, Birnen und Brombeeren gibt es ja jetzt auch, wer die im Garten hat. Himbeeren gibt es noch so viel. Also es gibt da Obstsachen gibt es noch genug. Das muss ja alles geerntet werden und muss natürlich auch verarbeitet werden. Ne? Entweder einkochen, einfrieren oder eben lagern. Viele haben ja auch das Lagerobst. Ne? Ich habe zum Beispiel Lagerbirnen, wobei ich die dieses Jahr nicht lagern kann. Muss ich dann irgendwie einkochen und verkochen irgendwie, weil da hat der Hagel so viel Schaden angerichtet. Also der Hagel, es war nicht einmal so in dem Sinn schlimm. Die Hagelkörner haben halt die Birnen, haben auf die Birnen draufgehauen. Und da sieht man jetzt diese Druckstellen. Es ist nicht aufgeplatzt, aber die halten dann nicht. Lagerobst muss immer einwandfrei sein. Ja? Hochsaison habe ich schon gesagt, also Kohlrabi, Tomaten, Gurken, Paprika, ja, und die Chilis, rote Beete kommt jetzt dann auch, Karotten, Bohnen, Zucchini, Salate, ganz verschiedene, was man halt drin hat, Rettiche, Radieschen, Kürbis natürlich und Kartoffeln, die Spätkartoffeln vor allem. Ne? Ich lasse meine immer ein bisschen länger drin. Ich finde mal, wenn es nicht gerade die ganze Zeit regnet und da sind die unter der Erde, das ist ein gutes Lager für die Kartoffeln. Ne? Ich nehme dann immer bloß raus, was ich brauche und die anderen lasse ich drin in der Erde. Ich decke es halt immer schön zu wieder. Ne? Ja, die Pflanzenpflege, schneiden und düngen. Wer jetzt eine leere Beete hat oder auch in den Beeten, wo noch so viel drinsteht, immer schauen, dass er das Unkraut rausrupft und Abgestorbenes alles wegmacht, weil dass das nicht fault, nicht dass irgendwie einmal Pilze kommen oder Pilzkrankheiten, nicht durch das, dass das fault und steckt dann irgendwie Pflanzen an, muss ja nicht sein. Also immer ein bisschen sauber halten, natürlich nicht so eine Ordnung, dass das wie abgeleckt immer ausschaut. Ne? Also ihr versteht schon, was ich meine. Wer einen Knollensellerie im Garten hat, der braucht jetzt viel Wasser, weil der wächst jetzt halt noch und immer wieder feste gießen, wenn es trocken ist. Und die Blätter von dem Sellerie, von dem Knollensellerie, außenrum, die könnt ihr immer abschneiden, könnt ihr trocknen oder auch einfrieren, wenn ihr schneidet. Und kann man so wunderbar zum Verkochen nehmen. Ich trockne meine Sellerieblätter immer, weil ich nehme auch die Stiele dann. Und wenn ich einen Braten oder einen Eintopf mache, dann gebe ich auch die Stiele rein. Also ich brauche dann nicht einmal einen Sellerie selber, um den klein zu schneiden, sondern vom Geschmack her reicht dann einmal, wenn ihr ein paar Stiele reinwerfe einfach und dann, bevor das Essen fertig ist, dann fische ich das halt wieder raus. Ne? Also das wird nicht weggeworfen. Beim Porree, wer Porree drin hat, da haben wir ein Video gedreht, könnt ihr mal anschauen, das ist auch hier der Link. Und zwar entweder ihr häufelt den Porree an, wenn ihr das so wollt, oder ihr nehmt auch, wie ich, Klopapierrollen. Und warum, wieso, das könnt ihr alles in dem Video da erfahren. Bei den Tomatenpflanzen, da ist jetzt im September so, dass man wirklich die Blüten oder die Knospen, die jetzt kommen, alle wegmacht und auch die Geiztriebe noch wegmacht und vor allem auch die Tomaten schon geköpft hat oben. Und warum, wieso, das schaut ihr auch in dem Video an. Hier ist der Link hier oben und da habe ich das erklärt, warum man das so macht. Bei den Speisezwiebeln nehme ich an, dass hier schon alle eure Zwiebeln geerntet habt. Bevor ihr die Zwiebeln dann lagert, müsst ihr sie natürlich schön abtrocknen lassen. Das wisst ihr ja alles. Ne? Ja, dann blühende Herbstblumen, wie zum Beispiel die Dahlien oder die Chrysanthemen, die Herbstastern und so. Wenn die, sobald die ein bisschen höher sind, kippen die recht leicht. Oder wenn es regnet und es kommt Wind, dann knicken die leicht um. Also schön mit einer Schnur zusammenbinden, am besten einen Stecken oder einen Pfosten reinhauen, damit das das anbindet und dass nichts passiert. So hat man dann lang Freude an den blühenden Blumen bis weit in den Herbst rein. Die
Blumen, die Sommerblumen wie die Fräsien oder die Gladiolen, die kann man jetzt rausnehmen oder soll man rausnehmen, schön abtrocknen lassen und dann ins Winterquartier geben. Ne? Aber erst, wenn sie dann richtig trocken sind. Und im Frühjahr werden sie dann wieder reingepflanzt. Aber wenn man das nämlich jetzt nicht macht, irgendwann trocknet es ein und dann weiß man nicht mehr, wo die Zwiebeln waren. Ist mir nämlich auch schon mal so ähnlich gegangen. Ne? Also zeitig raustun. Bei den Geranien und Fuchsien, da kann man jetzt schön die Stecklinge machen. September, das ist jetzt eine wunderbare Zeit. Ich habe schon angefangen, habe ein paar Stecklinge gemacht, also ins Wasser getan. Ein paar sind schon schön geworden, habe ich auch schon in die Erde gepflanzt. Und manche sind nichts geworden, die sind halt kaputt gegangen. Das passiert immer, da braucht er aber nicht aufgeben, dann probiert das halt mit den anderen. Da gibt es genug Stecklinge immer an den Geranien und Fuchsienstücken. Ne? Da kann man ja viel runterholen. Aber ich wollte mal eben heuer auch einmal wieder frische Pflanzen machen, weil ich habe jetzt von den Geranien nur noch alte Stöcke. Zwei vielleicht sind noch ein wenig neuer, aber wenn die nicht richtig überwintern, dann kann ich die im Frühjahr wegtun, dann habe ich aber die Jungen da. Im September, aber auch im Oktober, mäht man auch ja auch noch Rasen und vertikutieren kann man auch noch einmal und man kann auch noch einmal düngen. Das mache ich mit meinem Rasen noch einmal, weil letztes Jahr habe ich den gar nicht gedüngt gehabt zu der Zeit. Und das, also der war recht mickrig jetzt heuer im Sommer. Vor ein paar Wochen habe ich den einmal gedüngt und der ist wirklich kräftig gewachsen. Und jetzt kriegt er noch einmal eine Herbstdüngung. Muss ich ja nicht mehr so viel drauf streuen. Hauptsache er hat noch ein bisschen auf Futter, ne? Ja, dann bei den Blumen, die Sommerblumen, die man jetzt alle hat. Es blüht ja so viel jetzt. Am besten ist immer, dass er es verblüht abschneidet. Egal, ob das Rosen sind oder Oleander, Dahlien, diese Sonnenblumen, die kleinen Sonnenblumen. Also es sind ja viele Blumen noch da. Das Verblühte alles abschneiden, das regt dann wieder die Pflanze an, dass doch wieder Knospen kommen. Und wir wollen doch so lange wie möglich blühende Blumen haben. Wer an den Obstbäumen noch keinen Leimring dran hat, der kann den jetzt im September gut anbringen. Ich werde es auch machen. Allerdings, ich habe jedes Jahr Leimringe, so einen flüssigen, gehabt. Und heuer möchte ich, das habe ich jetzt neu im Shop, will ich jetzt selber dann machen, ist das ein anderer Leimring. Und das könnt ihr mal im Shop vielleicht nachschauen, wenn ihr wollt. Da ist der Link hier unten in der Videobeschreibung. Und vielleicht interessiert euch das. Also ein Leimring ist schon sinnvoll. Ja, und was dann im September noch ist, wenn die Beete leer sind oder jetzt, wenn es schon losgeht, man weiß nicht, was man reintun soll. Manche, die wollen keinen Kohl oder so, ne? Und jetzt steht das Beet leer. Man soll Beete nie leer stehen lassen. Da haben wir auch schon ein Video drüber gedreht, und zwar über Gründüngung. Das ist mit das Beste, was man im Boden reintun kann. Das sät man jetzt und kann man dann auch im November oder Dezember noch einstechen. Das verrottet dann schön in der Erde bis zum Frühjahr. Manches kann man auch bis zum Frühjahr stehen lassen und dann erst einstechen. Ich werde auf jeden Fall im November heuer spätestens nochmal umstechen. Ich werde dann mit dem Spaten, aber nicht zu tief, natürlich werde ich umgraben, beziehungsweise ich nehme meine Broadfork. Da haben wir schon ein Video gemacht drüber. Da ist unten in der Videobeschreibung ist der Link, könnt ihr mal anschauen. Das ist echt praktisch, da wird die Erde so schön aufgelockert. Und es kommt jetzt bei mir darauf an, welche Beete das sind, weil manche sind so hart und manche sind ganz locker. Und je nachdem, was ist, probiere ich mit Spaten oder mit der Broadfork. Ja. Das war es eigentlich, was ich jetzt im Moment weiß für den September. Wenn ihr noch was wisst, könnt ihr das unten unter den Kommentaren mit reinschreiben. Ansonsten ja, wünsche ich euch einen schönen Erntemonat noch und nicht zu viel Arbeit, schuftet nicht zu viel, macht zwischendurch auch einmal eine Pause. Ne? Ja, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss, eure Gartenmoni. Tschüss.